Also, es gibt ein Trainingsvideo jetzt im Anschluss zu, also ich werde das dahinter schneiden. Schrägbank drücken, ne? Nur damit ihr Bescheid wisst. Ein kurzer Real Talk zu aktuellen Geschehnissen. Wuppertal, Erftstadt, Eifel, Hagen, Stolberg. Hagen habe ich schon erwähnt, ne? Solingen, auch Teile von Düsseldorf, Köln. Ich bin heute in der Düsseldorfer Altstadt. Ich werde mal gucken, dass ich auch den Rhein dort filme, weil dann werdet ihr sehen, wie hoch der Rhein gestiegen ist. Vor 2-3 Tagen, so, wo das Ganze so stark angefangen hatte, ich hatte so ein Video gemacht, da war mir aber noch nicht bewusst, dass ein paar Menschen es nicht schaffen werden, ja. Ich dachte, vielleicht ein paar Autos irgendwie demoliert, ein bisschen hier die Straße, so Geröll und so, aber die Ausmaße sind enorm. Deswegen ist das Video, ich mache normalerweise lustige Videos oder versuche beim Training so ein paar Scherze zu machen. Verzeiht mir, das wird jetzt diesmal nicht so sein. Ist ein bisschen trockenes Training. Hab keine Sprüche gerissen oder so aus aktuellem Anlass. Kurze Sache, ich wohne ja hier in NRW, ich wollte Wuppertal, Solingen und eventuell sogar in die Eifel, Erftstadt und so mal gucken, so vor Ort erstmal ein bisschen Bericht erstatten, ein bisschen filmen oder so. Dann, also ich wollte das eigentlich schon gestern und heute gemacht haben, aber dann habe ich überlegt, ey, da sind die Straßen überflutet, da sind Geröll und Bäume und so. Nachher steckst du selber da fest, ne? Und anstatt, dass die Feuerwehrleute und die das technische Hilfswerk und Bundeswehr und so den Leuten dort helfen, müssen die auf einmal den dicken Akku jetzt da aus dem Geröll holen, weißt du? Deswegen habe ich das noch sein gelassen, so, damit das Gröbste schon mal weg ist. Weil wenn ich dann mit dem Auto runterfahre, dann eventuell so vor Ort frage, den Leuten vielleicht natürlich spenden, ne? So, ey, überleg mal, Deutschland hat über 80 Millionen Menschen, natürlich kann nicht jeder irgendwie Geld spenden, weil es sind auch viele Kleinkinder oder alte, arme Leute dabei, aber ich denke mal so um die 15, 20 Millionen Menschen könnten doch jeweils, keine Ahnung, 10, 20 Euro spenden, so, das würde uns allen nicht wehtun und da würde ein paar 100 Millionen dann am Ende zusammenkommen für eventuell so Wiederaufbau von Häusern, weil am Ende des Tages ist Deutschland unsere Heimat, ja, so, wir leben alle hier, wir genießen die Vorteile von Deutschland und ja, ich denke mal, wenn sowas am Start ist, so, wir müssen jetzt nicht hier jeder, weiß ich nicht, sein Vermögen da aufs Spiel setzen, das sind 10, 20 Euro pro Person, alle die, was weiß ich, über 14, 15, 16 sind, die ein bisschen Geld auf Tasche haben, so, die 10 Euro tut niemandem weh und ja, das soll es dazu gewesen sein und ja, jetzt gibt's das Trainingsvideo. Wie gesagt, ich werde gucken, ob ich die Tage mal zuerst mal, weil Wuppertal, Solingen sind echt sehr nah. Da werde ich mal ein bisschen gucken, dass ich so vor Ort vielleicht filmen, helfen kann oder so. Schon mal Bericht erstatten, vielleicht irgendwelche Leute, die Hilfe. Ah ja, übrigens, ich habe gesehen, ich habe hier eine relativ kleine Wohnung, so ein Zimmer, wirklich, so. Ihr wisst auch, so den Zustand der Wohnung ist jetzt nicht optimal, aber ich habe auch gesehen, dass zum Beispiel bei mir in der Nähe, in Düsseldorf-Odenbach, ich wohne ja in Benrath, Odenbach ist hier ein Katzensprung, also 1-2 Kilometer, ist ein anderes Stadtteil. Ich habe gesehen, dass da jemand seine Ferienwohnung einer dieser Flutopfer sozusagen zur Verfügung gestellt hat. Er und seine Mutter, glaube ich, irgendwie für 1-2 Tage zumindest seine Ferienwohnung, weil die ist vermietet als Airbnb. Jedenfalls wäre auch eine Möglichkeit, ne? So nicht nur Geld spenden, vielleicht wenn jemand ein Haus hat und hat vielleicht im Keller oder irgendwo im Dachgeschoss noch ein Zimmer frei oder so. Also es gibt viele Möglichkeiten zu helfen und vielen von uns wurde geholfen in Deutschland. Ja, ich spreche insbesondere auch die Leute an, die, so wie ich, zum Beispiel aus dem Iran, Afghanistan oder irgendwo aus der Türkei, Albanien, Russen, Polen, was auch immer so, weißt du, am Ende des Tages, wir haben hier alle ein Zuhause gefunden und in solchen Situationen kann man sich ja gegenseitig irgendwie helfen. So, einfach mal zumindest im Kopf haben, eventuell gibt's, vielleicht hat jemand Zeit oder so und kann irgendwie mal hier runterfahren, mal für 1-2 Tage mal ein bisschen zelten, bisschen den Leuten helfen oder so, irgendwie sowas, keine Ahnung, ich muss mir was einfallen lassen. Ich habe halt nur die ganze Zeit Gedanken im Kopf, ne, nicht, dass ich dahin fahre in bestimmte Örtlichkeiten, wo gerade Aufräumarbeiten sind und ich bin eher so der Störensfried oder was weiß ich, wie gesagt, dass man selber dann auf einmal stecken bleibt, weil die Straßen sind da komplett überflutet, kann sein, dass noch ein bisschen Wasser hinterherkommt, da sind ja so Talsperren, die eventuell bersten und so und am Ende bist du eher eine Last, ja, als eine Hilfe oder so, deswegen, wie gesagt,
So, sonst wäre ich spontan losgefahren und hätte da vielleicht geguckt, so was man vor Ort machen kann. Ich habe auch Bekannte, zum Beispiel in Stolberg, die ich zumindest aus vor Jahren mal getroffen habe, ne? Oder hier aus der Eifel, ein Kollege von mir, der hier in Düsseldorf gewohnt hat. Ich werde euch dazu morgen mal vielleicht eine längere Real Talk Story machen, so morgen oder am Sonntag spätestens. Jemand hier aus meiner Nähe, der hier gewohnt hat, 2-3 Jahrzehnte, hat sich dort ein Haus gekauft. Und ich habe jetzt immer noch keinen Kontakt zu ihm. Ich habe ihn jetzt auf WhatsApp geschrieben. Mal gucken, so, wenn er mir antwortet, vielleicht telefoniere ich mal mit dem, vielleicht nehme ich das sogar auf. Der wohnt wirklich in der Eifel seit 1,5 Jahren oder so. Ich war vor ein paar Monaten auch dort, oder vor einem Jahr war ich dort zu Besuch, habe, glaube ich, auch ein Video dazu gemacht. Egal, lange Rede, kurzer Sinn. Und jetzt das Trainingsvideo. Denkt ein bisschen so nach, vielleicht hat der eine oder andere eine Idee oder so, was man so machen kann. Alles klar. Viel Spaß beim Trainingsvideo. Und viel Kraft den Leuten, die dort vor Ort. Ich mache ein längeres Real Talk Video morgen oder übermorgen. So, ich wollte euch jetzt damit, ja, so zu viel Gelaber und Training und so. Naja, ihr wisst schon Bescheid. Jetzt kommt das Trainingsvideo. So. Schrägbank, 93 Kilo, meine Freunde. Mal von einer anderen Perspektive. Ich werde heute das Video nicht so lustig gestalten, weil die letzten 2-3 Tage unfassbar traurige Dinge in Deutschland passiert sind. Ihr wisst, ich mache meine Videos normalerweise mit ein paar Sprüchen, ein bisschen lustig und so, aber heute verzichten wir darauf. In Gedenken an die Opfer der Flutkatastrophe 2021. Die Menschen, die ihre Häuser verloren haben, die Familienangehörige verloren haben, direkt in den Fluten, die dort gewohnt haben, und auch der Feuerwehrmänner, die von uns gegangen sind. Bis gleich. So, mittlerweile sind wir bei 105 Kilogramm. 4 Zehner, die Stange selbst, dann 2 Fünfer und dann nochmal außen die 2,5er.
Geht aber noch weiter, ja. Stück mit 105. Doppelsätze mit wenigen Sekunden Pause. 4 und dann plus 2 nochmal hinterher. Geht aber gleich noch weiter, ja. Nur damit ihr mal seht, hier 2,5er, 0,5er und die ganzen 10er, ne? Weil von da unten sieht man das nicht. So. Kamera abstellen, ab dafür. Ah, ist auch leicht nach rechts verschoben, die Hantel. Plus 2. Bis gleich. So, die letzten zwei Sätze mit 105. Mehr geht jetzt nicht. 3 plus 1. So, ich finde noch mal die Gewichte. Nur
damit ihr Bescheid wisst. Ja, hier außen haben wir die 2,5er, wie ihr sehen könnt. Und die 10er. So, soweit, so gut. Wie gesagt, ich gestalte normalerweise meine Trainingsvideos ein bisschen lustiger und mache ein paar so lustige Sprüche, aber heute ist halt mir nicht danach, ne? So aus gegebenem Anlass. Von daher, wenn ihr ein bisschen Ablenkung braucht, schaut unten in die Videobeschreibung. Twitch-Kanal, Facebook, Instagram. Ich streame. Und ich muss mir irgendwas einfallen lassen. Ich wohne hier in der Nähe von Wuppertal, Solingen, ja, Eifel auch eigentlich, ne, mit Auto relativ schnell erreichbar. Aber dazu mache ich vor oder nach diesem Video ein Real Talk, okay? Also.